lebt in Dallas. Heute könnte es für Sean Bradley und die Mavericks in Salt Lake City etwas auf die Nase geben. Gleich in Inside NBA. Utah Jazz gegen Dallas Mavericks. Meantime, a bizarre incident in Dallas where Mavericks coach Don Nelson took after Utah Jazz star Karl Malone. Nelson had been ejected for arguing a call and then turned his anger on Malone. As you saw, the two had to be separated and Nelson had to be escorted from the arena, sparing him from seeing another frustrating loss for his lowly Mavericks. Viel anderes übrig als passen, fangen und werfen. Einwurf durch Nowitzki. Bradley im Duell mit Ostertag. Ja, den Wurf hält er nicht mehr los. 48 zu 55 zur Halbzeit zwischen den Utah Jazz und den Dallas Mavericks. Also zumindest nach der ersten Halbzeit bahnt sich hier eine Überraschung an. Kann Dallas in Salt Lake City gewinnen? Gleich geht es weiter mit der zweiten Halbzeit aus Salt Lake City. Mavericks noch 5 Minuten und 10 Sekunden. 13 Sekunden. Im dritten Viertel. Also 6 Punkte Vorsprung für die Mavericks. Heißt, die Defense der Jazz ist nach wie vor nicht besonders beeindruckend. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die Jazz schon 70 Punkte abgegeben. Ob sie das durch Punkte in der Offensive regulieren können, ich möchte das mal in Frage stellen. Schlüssel für die Jazz muss jetzt sein, auf jeden Fall hinten wesentlich besser zu spielen. Dann ergibt sich vieles in der Offensive automatisch. An der Linie für die Jazz, Karl Malone. Ja, wir erinnern uns an eines der... Ja, das ist das Matchup, was sie natürlich jetzt suchen. Karl Malone gegen Sean Bradley. Sofort das Foul von Bradley. Für ihn ja so eine Art Rückkehr nach Hause. Sean Bradley hat ja lange Zeit hier bei Brigham Young gespielt, eine Universität, die ja auch im US-Bundesstaat Utah liegt. Ja, das sind so die kleinen Nägeligkeiten, aus denen eine Menge mehr entstehen kann. Haben wir es gesehen zwischen Karl Malone und Sean Bradley. Howard Eisley. Ja, der konnte eigentlich gar nicht reingehen. Ohne Gleichgewicht im Rückwärtsfallen ist ungefähr einen Meter neben seiner Absprungstelle gelandet. Er kann gar nicht reingehen. Aber der ist drin. Sean Bradley. Und das Foul gegen Karl Malone. Mögliches 3-Punkt-Spiel für Sean Bradley. Hier haben wir das Ganze nochmals. Das Doppeln kommt. Bradley Mutterseelen alleine unter dem Korb. Und da kann natürlich Karl Malone nichts mehr machen, außer ihn faulen. Freiwurf zu kurz. Bei einem Team in der NBA. 96-82 die Führung für die Mavericks. Noch 7 Minuten und 40. Fehlwurf von Malone. Und erwischt er Bradley im Auge. Sofort kommt die Antwort von Bradley. Und jetzt denken wir daran zurück, was passiert ist bei der letzten Auswärtsvorstellung der Mavericks hier in Salt Lake City. Da gab es ja reichlich Ärger zwischen Bradley und Malone, zwischen Nelson und Malone. Beide mussten ja einige Dollar an Strafe bezahlen. Hier haben wir das Foul von Malone. Und die Antwort, den Ellbogen von Bradley ins Gesicht von Malone.